Es geht wieder los. Das Finale der Römerkampagne. Eroberung Siziliens. Ich bin gespannt. Die Kampagne war bis jetzt eigentlich ganz okay. Also zumindest nicht unangenehm und hat sich auch nicht unnötig in die Länge gezogen, bis auf Mission 2. Selbst das war überschaubar eigentlich, dafür, dass wir 30 Schiffe gebaut haben. Erobern Sie die gesamte Insel. Okay, wir haben zwei Gegner. Viele Türme der Gegner müssen sich von der See aus bekämpfen. Willst du mir damit sagen, dass ich Kriegsschiffe bauen soll? Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob sich das auch lohnen wird. Oder vielleicht starten wir auch schon mit einem. Okay. Das sieht aber ziemlich beengt hier aus. Wir wollen direkt mal zwei Wanderholzfäller hier. Und ganz ehrlich, komm, wir können auch hier oben direkt so eine Geschichte bauen. Wir haben wieder nur... Also das ist so ein Trend in der Römerkampagne. Wir haben nur zwei Sägen. Aber wir starten mit Kriegsschiffen und Fähren. Das heißt, wir könnten tatsächlich überlegen, ob wir rumfahren und ein paar Türme so zerstören. Aber wozu eigentlich? Weil wir wollen sie ja eigentlich schon erobern. I'm always Willy, willkommen zum Stream. Wir wollen hier... und ein mittleres Wohnhaus direkt hinterher. Ein Soldat darüber zu dem Turm. Und wir nehmen auch mal direkt einen Dieb. Wir müssen ein bisschen scouten. Und ein Geologe geht mal hier rüber. Ganz ehrlich, müssen Geologen unbedingt die Randfelder bearbeiten? So, da ist Gebirge, da ist Gebirge. Hier unten sieht es aus, als hätten wir Platz für Nahrung. Und auch für Schwerindustrie. Hier unten ist noch ein Gebirge. Okay, hier kann man noch ein Steinmetz bauen. An der Map habe ich auch schon ein bisschen rumgebastelt. Im Editor, oder wie? Ich denke mir, das hier ist das Gewoll, dass man hier, ne? Und so. Dass man hier die Weingüter baut, oder was? Also das hier... Sieht aus, als könnte man hier die Schwerindustrie gut hinsetzen und hier dann gut die Nahrung oder umgekehrt. Hier ist schön viel Platz und hier ist der Fluss. Ich habe noch kein Gold gesehen. Ich denke mal, das ist dann da unten. Okay. Das ist okay. Wir bauen mal noch einen Wanderholzfäller hier unten hin. Und noch einen da. Schön bauen kannst vergessen, ja. Glaube ich. Mir gefällt vor allem nicht, wie viel wie wenig Stein es hier schon gibt. Also wir machen direkt mal. Warte, ich habe es jetzt für nicht für die Kohlemine, für Eisen und für Stein werde ich Fisch haben. So, hier und hier. Da ist Gold, okay. Hier kann man aber auch schön bauen. Hier ist auch viel Platz. Okay. Ich brauche so zuerst mal den Baum da weg. Ganz ehrlich, mit Wein werde ich hier, denke ich, nicht arbeiten, beziehungsweise wenn, dann irgendwo, wo Platz dafür ist, aber nicht hier oben.
Diese kleinen Inseln sehen immer so aus, als wären sie prädestiniert dafür, dass man da Wasserwerke hinbaut. So, du kannst hier rüber. Eine Kohlemine und eine Goldmine sollte da gehen. Wie viele Bergmänner haben wir zum Start? Zweimal. Nee, warte, das sind Steinmetze. Wo sind die Bergmänner? Bergmänner, drei. Okay. Aber da wir mit wenig mit Steinmetzen arbeiten, passt das. Wir machen direkt, haben wir? Ja, wir haben sogar direkt Dings. Das heißt, wir machen direkt eine Werkzeugschmiede. Das ist aber so ein Ding, das muss man auf diesen Karten auch einfach wissen. Dass man dort statt Eisen direkt Eisenbarren kriegt. Boah, diese scheiß Lager auswählen ist wirklich manchmal ein bisschen uncool. Wo ist mein Dieb hin? Roman Fight Remaster muss ich mir gleich mal angucken. So, wir wollen. Ich meine, Sägen haben wir ja dafür. Heißt, wir wollen direkt mal eine dritte Säge. Ne, keine Axt, eine Säge. Und wir wollen mal direkt. Komm, wir machen direkt 5 Pioniere. Weil hier möchte ich nicht mit unnötig mit Türmen arbeiten. Dann machen wir nochmal zwei Spitzhacken. So, du machst hier, du findest keine Bäume mehr. Ja, dann mach mal die Äuglein auf und guck hier. Du kannst hier. Warum ist die Maussteuerung im Moment so komisch? Ist dafür gerade, dass jetzt die Bots nichts bauen, dass sie keine Werkzeuge haben. Okay. Also ich habe gesehen, dass auf Mission 2 hat die KI ja kein Baumaterial. Aber gut, da war das halt auch gewollt. Da sollte die KI auch nicht mega aktiv sein, aber... Ja. Ich meine, ich habe auch ein paar Karten haben das, glaube ich, auch im Skript, dass die KI gelegentlich einfach Träger gespawnt kriegt. Hi Kami Excel, willkommen zum Stream. Hier ist noch. Okay, da ist nochmal für die Steinmetze, das ist ganz gut. Jetzt haben wir Holzmangel. Ja, pass auf, wir machen einfach den hier. Ist nicht ideal, aber dann benutzen wir die Holzfäller nochmal mit. Ich muss echt sagen, ich finde es echt schwer einzuschätzen, wie viel Platz die Felder am Ende brauchen und wie ich die Gebäude platzieren kann. Ich meine, die sind ja auch unterschiedlich groß, dass es sich nicht mit dem Feld beißt. Aber das ist ja so tatsächlich so eine Mechanik, was ich ganz cool fände,
wenn man bei Tierzuchten, wenn man möchte, ein Gehege praktisch anbauen kann und je nachdem, was in dem Gehege drin ist, sich halt der Bedarf ändert. Also wenn es auf einer schönen Wiese ist, braucht es weniger, weniger Weizen. Wenn eine Frischwasserquelle drin ist, also zum Beispiel hier der Fluss, dann würde es zum Beispiel dann auch kein Wasser aus dem Wasserwerk brauchen. Ich denke, das wäre eigentlich eine ganz coole Mechanik. Also gerade das mit dem Wasser, finde ich, je nachdem, gerade auch bei so Völkern wie die Wikinger, die haben ja das Riesenwasserwerk. Das ist ja auf manchen Karten doch ein bisschen schwierig. Und das würde natürlich dann auch bedeuten, dass halt nicht jede Tierzucht exakt gleich aussieht, sondern man halt ein bisschen gucken muss, wie viel Gehege gibt man denen und was ist da alles drin. Also ich finde, das wäre schon sehr cool. So, Brot haben wir gleich auch. Wie sieht es jägertechnisch aus? Ein Jäger haben wir nicht, aber wir haben eine Waffenschmiede, also von daher sollte das kein Thema sein. Wir brauchen aber auf jeden Fall mehr Siedler. Pass auf, ich mach das einfach mal so. Machen hier noch ein Dings hin und hier unten. Fehlt uns ein Hammer? Ja, uns fehlt ein Hammer. Krass, wir haben nur einen Schmied zum Start bekommen. Nein. Irgendwie finde ich es gerade schwierig, präzise zu klicken, aber ich weiß nicht wieso. Können wir hier eine Werft irgendwo bauen? Ja, da oben. Zu hoher Speed? Warum? Nee, es ist nur Speed 2. Also doppelte Geschwindigkeit. Also das, was in der Gold Edition Speed 3 war. Ach, du meinst bei der Maus, ne? Kann sein, ich habe da die... Ja, wobei, das ist mir jetzt wieder zu clunky. Ich habe hier so eine extra Taste auf der Maus. Da komme ich gelegentlich mal dran, aber ich glaube, das ist es nicht. Ich habe irgendwie erst gerade das Gefühl, dass ich die Maus sehr komisch halte und dabei verkrampfe. So, wir bauen direkt mal die zweite Goldschmelze. Und hier drüben... Okay, ja, hallo. So, ihr macht hier mal weiter. Und hier drüben in dem Engpass möchte ich meine Burg dann haben. Also jetzt nicht jede Gaming-Maus. Ja, inzwischen schon. Würde ich mal vermuten. So, wir übertreiben aber der Nahrung ein bisschen. Das Ding ist auch, wahrscheinlich ist die KI wieder darauf programmiert, regelmäßig anzugreifen, aber halt immer mit der gleichen Truppe. Also mit der gleichen Truppenstärke. Metzelmin, ja, ich weiß. Das hat glaube ich, bei dem Add-on ja jede Karte. Boah, irgendwie verkrampfe ich gerade.
in meinem Arm total. Ich bin mir gerade total unsicher, woran das liegt. Ich meine, vielleicht lege ich mal den Ring ab. Ich glaube, das lag mit dem Finger dann ein bisschen ungünstig auf der Maus. So. Das ist wieder so eine Geschichte von wegen, du kannst mit den Schiffen nirgendwo hin. Obwohl wir dir suggerieren, dass du es kannst. Ein Ring sie zu knechten, ja. Vor allem den Finger zu knechten. Also, ich habe mich inzwischen tatsächlich relativ. Ich habe mich relativ schnell eigentlich dran gewöhnt, aber es sitzt. Das Ding ist, der Ring sitzt an der rechten Hand ein bisschen locker unten am Finger. So, er kommt nicht über den Fingerknöchel. Also in der Hinsicht muss ich mir keine Sorgen machen. Aber unten an der Hand sitzt er halt ein bisschen locker. An der linken Hand am Ringfinger sitzt er mir ein bisschen zu fest. Also beziehungsweise, wenn er sitzt, bekomme ich ihn nicht mühelos ab. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Also wir haben halt, glaube ich, da, als wir die Ringe anprobiert haben, dann halt, habe ich, glaube ich, halt mit der rechten Hand halt den Ring anprobiert. Ich hätte vielleicht beide Hände mal probieren sollen. Oh, so viel Wild. Ich habe jetzt gar keinen Jäger gebaut. Das hätte ich eigentlich auch mal machen können. Statt hier jetzt voll auf dir drauf zu gehen. Aber im Moment habe ich, glaube ich. Das Ding ist, ich will meine Soldatenproduktion noch nicht beginnen, solange ich nicht zumindest die Häuser da fertig habe. Hier, weil die kriegen nicht mal das da weg. Ah, dann machen wir mal zwei Türme hier hin. Und dann machen wir hier mal Platz. So, du kannst langsam weg. Wobei, warte, du arbeitest noch, oder? Ihr könnt aber langsam mal wieder arbeiten. Das hier ist gleich fertig. Das hier ist gleich fertig. Das Golderz wird nicht abgeholt. Ja, am Anfang fallen mir die Siedler ein bisschen schwer, weil so viel gebaut werden muss. Ich muss mir echt mal angewöhnen, dass ich da aggressiver bin. Aber wenn das hier gleich durch ist, dann kommt das, denke ich, in Ordnung. Okay, langsam wird das wieder abtransportiert. Ich brauche vielleicht noch eine. Ne, zweites Wasserwerk habe ich sogar schon. Eisen wird vielleicht gleich kurz auseinanderbrechen, aber das ist schon okay so.
Spitzhacken brauchen wir. Also ohne den Ring an der Hand geht es tatsächlich ein bisschen besser. Also ich habe das Gefühl, es lag einfach dadurch der Finger ungünstig drauf. Aber wenn ich jetzt wieder anstecke, dann... Ja, jetzt müsste es eigentlich... Mal probieren, ob es jetzt besser ist. So, das heißt, wir reißen die hier ab. Du kannst hier hin. Den fällst du noch und dann reiße ich dich ab. Wie alt bist du? Ich bin 25. Hier ist nämlich auch so viel. Dann kann man da später noch Häuser hinbauen. Was total unnötig ist, aber hey. Das seltsamste Alter, was man haben kann. Warum? Also wie darf ich das verstehen? So, jetzt stehen Siedler rum, heißt einmal bitte L3er machen. Also ich kann es ja nicht oft genug sagen, aber ich muss sagen, L3er zu produzieren ist in Siedler 3 einfach viel befriedigender als in Siedler 4. Auch wenn ich das Aufwertungssystem auch nicht hundertprozentig mag. Beziehungsweise nicht mag, wie es komplett an Mana geknüpft ist und auch nicht mag, wie Gold halt in S3 einfach nur rumliegt. Also da finde ich die Zielobjekte schon einen wesentlich besseren Verwendungszweck. Und ich mag auch nicht, wie S3 für die Kampfkraft die komplette Siedlung ausklammert. Aber einfach, du hast die L3er halt in S3 wirklich erarbeitet. Und es gibt eine Phase, wo L2er und auch L1er noch irgendwie sinnvoll sind, weil du halt nichts Besseres haben kannst. Warte, wir warten noch, bis der Baum weg ist. Weil jetzt passt nämlich das. Aha. 25, einmal die Business-Typen, jede Menge Geldchefin, dann die Familienväter und die Saufentypen. Ich bin mir nicht sicher, unter was ich falle, weil ich trinke keinen Alkohol, Familienvater bin ich auch noch nicht und ich würde mich jetzt auch nicht als Business-Typen bezeichnen. So, das läuft an. Ich muss echt an meinem Early Game arbeiten, das ist einfach so. Aber ich würde behaupten, ich bin safe jetzt. Das sind das noch nicht mal alles, aber die drei Punkte sind schon fast gegensätzlich. Einmal ein Aussichtsturm und komm, wir setzen hier auch mal welche hin. Einfach nur für den Fall, dass böse Überraschungen kommen. So, du bist durch. Gibt's hier noch irgendwo Stein? Nein. So, ihr klärt mal hier die Küste. Wobei, da sind Riffe, also da werde ich wahrscheinlich eh keine Werft machen können. So, was ich aber schon mal vorbereiten kann, ist, dass ich Gold überproduziere.
Denn wir wollen ja natürlich wieder in Zielobjekte investieren. Und das da sieht aus, als könnte man unter Umständen da Dings bauen. Also, Wein. Wollen wir das mal probieren? Und wir probieren das mal. Wenn nicht, ist es halt verschwendet. Ich meine, wir haben ja eh schon zwei Priester. Oder? Ne, einer. Aber das ist auch so ein Trend hier in den Kampagnen. Ich bin mal gespannt, ob die anderen auch so Trends haben werden. Also ich fand das zum Beispiel ganz angenehm, dass man halt im ersten und in der dritten Mission halt jeweils nur einen Gegner besiegen musste, obwohl es mehrere gab. Weil ganz ehrlich, eine Situation, wo du mehrere KIs hast, sobald du die erste besiegt hast, hast du eh gewonnen, weil du wirst nur noch stärker. Und die KIs entwickeln sich ja nicht weiter. Also wenn nicht gerade mit Scripting irgendwas gemacht wurde, werden die KIs ja dadurch nicht mehr gefährlicher. Maximus Gramens, ist das richtig? Willkommen zum Stream. So, das ist eigentlich, glaube ich, schon total Overkill, aber hey. Es gibt keinen besseren Kill als Overkill. Der erste, der es richtig ausspricht, nice, das ist immer schön zu hören. Welche Mission ist das? Große Feldzüge, Römer Mission 4. An Gold mangelt es noch, oder? Nee, nicht wirklich. Also, es hält sich gerade die Waage. Es fehlen halt im Moment eher Siedler. Weil ich hier schon wieder siedlertechnisch am Einschlafen bin. Ich will aber gleich, ich habe ja gleich noch zwei Goldschmelzen drauf. Und dann sollte das eigentlich hinhauen. Weil ich will ja Gold überproduzieren, damit ich was in die Zielobjekte stecken kann. Spielst du die Mission eigentlich mit deinem Patch? Ja, inzwischen schon. Ich meine, ich achte zwar darauf, dass das, wenn ich das Gefühl habe, die Strategie ändert sich durch Obo massiv. Aber jetzt, ich sag mal so, nur weil die Burg jetzt drei Soldaten mehr drin hat, oder ich vielleicht mal einen Schildzauber einsetze, ändert das ja nicht meine Gesamtstrategie. Also, von daher gehe ich halt davon aus, dass das normalerweise nicht das Thema sein sollte. Ich weise halt normalerweise nochmal darauf hin, wenn es halt irgendwie eine Mission ist, zum Beispiel der Umwandlungszauber sich sehr anbietet, dass das halt eher eine Ubo-Sache ist, aber sonst. Weil ansonsten, muss ich sagen, würde ich den Patch fast gar nicht spielen, weil ich einfach keinen Multiplayer spiele. Und deshalb wäre es ein bisschen ironisch, wenn dann der Urheber des Patches ihn selbst nicht spielt. Eine Bank bei der Kaserne. Jawohl. Bank of America kommt sofort. Ach, hier ist ja noch mehr. Oh, und hier ist blau. Grün arbeitet tatsächlich noch ein bisschen. Aber blau nicht. Okay, hier kann auf jeden Fall, das kann auf jeden Fall noch mehr. Also ich glaube, das Spiel guckt tatsächlich wirklich nur, ob es an dem Feld eine Steigung gibt. Aber nicht mehr. Ich glaube, das ist das Einzige, was das Spiel interessiert.
Moment haben wir wieder eine Waffenüberproduktion, aber das Problem ist halt einfach, dass die. Dass das Gold von, nicht von den Minen zur Dings kommt. Wir brauchen mehr Siedler. Müssen alle Gegner besiegt werden? Dieses Mal ja, aber es sind ja auch nur zwei. So, pass auf. Wir machen noch ein paar Bauarbeiter. Wo sind meine Pioniere? Die Pioniere machen wir hier oben sauber. Ich mag das nicht, wenn so blinde Flecken bleiben. So, ich würde mal behaupten, dass wir von der KI... Das sind große Worte, aber ich würde mal behaupten, wir haben nichts mehr zu befürchten. Ja, Mana wird natürlich jetzt auch nicht transportiert, ist klar. Ich meine, was man vielleicht schon mal überlegen kann, ist, was wir nach der Mission machen. Weil das Ding ist, mit meinem aktuellen Arbeitsplan bringt es nichts, wenn wir jetzt danach noch eine Mission aufnehmen würden. Außer wir wollten jetzt am Donnerstag unbedingt was anderes streamen. Deswegen, falls jemand ein Multiplayer-Match einlösen möchte. Das Ding ist, Siedler 3 brauche ich eigentlich jetzt erstmal auch kein Gameplay. Was ich vielleicht nochmal in naher Zukunft bräuchte, wäre Maya-Gameplay. Aber das möchte ich halt jetzt auch nicht ohne Kontext sammeln. Wollen Sie aufs neue Siedler? Nein. Weil das ist kein Siedler, was wir da präsentiert bekamen. Es will uns einreden, dass es ein Siedler ist, aber es will kein Siedler sein. So, jetzt werden die Häuser fertig. Und die Siedler finden keine direkte Anstellung mehr, das ist schon mal gut. So, und dann machen wir hier mal ein paar große Wohnhäuser. Du machst hier frei, du hier. Komm, wir machen mal einen kleinen Turm dahin. Als Lückenfüller. So, was man hier hinsetzen könnte, wäre eine Fischerhütte. Einfach nur so. Hattest du dich auf das aus der ursprünglichen Ankündigung gefreut? Tatsächlich auch nicht, weil das halt auch wieder sehr weit weg von dem war, was ich halt auf... was ich halt an Siedler mag. Das hat sich halt mehr angefühlt wie ein Anno, das sich Siedler nennt. Mit vielen Sachen, die auch für ein Anno voll okay sind, aber ich finde, ich in den Siedler nicht passen, beziehungsweise halt auch auf ein Endlosspiel ausgelegt sind, was Anno halt macht, aber Siedler halt finde ich eigentlich nicht. Wir werden aufgrund einer Siedler 5 Basis ein Game auf der Unreal 5 Engine grob erstellen. Also als Fanprojekt eines Fanprojekts. Davon weiß ich noch nichts. Ich meine, ich werde definitiv niemanden davon abhalten, sowas zu versuchen. Vor allem, wenn dadurch halt wirklich, selbst wenn nur ein spielbarer Teil von einer einzelnen Mechanik entsteht, wenn man damit irgendwas simulieren könnte, wäre das natürlich schon nice. Okay, jetzt haben wir natürlich wieder Waffenüberschuss. Stimmt,
stimmt, wir haben ja auch ein paar, Sunnies. Aber wir bauen mal ein Lazarett. Aber durch dich die Trojaner-Kampagne geschafft. Ja gut, tatsächlich, wenn man weiß, wie man mit einem Kopter schießt, ist der Großteil der Trojaner-Kampagne auch ein Witz. Selbst wenn man mal einen Kopter nicht schießt, aber weiß, wie ihre Zielsuche funktioniert, kann man da schon, finde ich, viel mitmachen. Es macht halt auch die, man muss leider sagen, es macht die Mission mit meiner Kopter noch ein bisschen kaputt. Weil man ihr Verhalten so aushebeln kann. Es ist schon ein bisschen traurig, dass das so einfach geht. Also was heißt einfach? Wenn man es einmal weiß, ist es ja easy. Was ich halt ehrlich gesagt nicht verstehe, ist, wieso. Achso. Der ist hier, der hat hier die Geologen gekillt. Wieso Bluebyte damals gesagt hat, dass Blasrohrschützen und Rucksackkatapultisten, vor allem Rucksackkatapultisten, das sind ja die Einheiten vom neuen Volk gewesen, dass sich ja so wie mit dem dunklen Volk rumschlagen muss, warum die keine Manakopter angreifen dürfen. Ich verstehe nicht, was man sich dabei gedacht hat. Das weiß niemand. Ja, das ist leider wahr. Bei Blasrohrschützen können auch sonst die kleinen Pfeile nicht durchkommen. Ja. Deshalb muss ich auch sagen, dass ich mit der aktuellen UBO-Implementation von Blasrohrschützen nicht so mega zufrieden bin, dass sie halt diesen absurden hohen Schaden haben. Also, die haben ja jetzt praktisch den Schaden vom Bogenschützen plus 50%. Das ergibt an sich noch Sinn, weil man kann ja sagen, das Gift macht noch irgendwie Damage. Aber das funktioniert halt auch nur bei lebenden Zielen. Und wenn du dann halt irgendwie eine Kriegsmaschine oder ein Schiff hättest, mit was ja auch einigermaßen Rüstung haben kann, und Blasrohrschützen dann auf einmal so mega effektiv dagegen sind, weil sie so einen hohen Grundschaden haben, wäre das, finde ich, wohl ein bisschen lächerlich. Ich meine, in einem Spiel mit mehreren Rüstungstypen und mehreren Schadenstypen wäre das gar kein Problem. Aber ich sag mal so, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, Blasrohrschützen, ein gelähmtes Ziel nimmt doppelten Schaden aus allen anderen Quellen. Macht es Sinn, Blasrohrschützen einzumischen. Aber es bringt halt nichts, seine komplette Armee nur aus denen bestehen zu lassen. Ich habe mal einen Link im Discord geteilt, das ist jetzt nichts Besonderes, aber mal gucken, was da noch kommt. Wäre spannend. Oh, hallo Grün. Blau hat sich aber auch erholt, also die sind auch am Soldatenlimit, was im Skript festgelegt ist. Ich habe es vorhin auf... Ja, normal. Ich wollte schon sagen, ich habe vorhin auf normal gestellt extra. So, wollt ihr jetzt hier durchlaufen? Ganz ehrlich, die Armee kommt nach hinten. Das ist so wenig, das sollten meine Türme ganz alleine schaffen. Vor allem, wenn die sich jetzt noch erstmal noch hier durchkämpfen müssen. Die Armen. Na, die machen gut Damage. Aber ganz ehrlich, komm. Wir riskieren es, dass das Grün uns gleich hier voll angreift. Okay, ich glaube, das ist sogar ein Autosave, also ein Save zu spät. Also in dem Sinne, dass ich noch die 4 hätte benutzen können. Aber okay. Mal sehen, ob uns dann gleich Grün überrollen will. Aber ganz ehrlich, wir haben L3er. Aber ich glaube, die KI hat hohe Kampfkraft auf dieser Karte. Ich würde mal so schätzen, bestimmt 120%. Also in Mission 2 haben sie damit gearbeitet, dass sie einfach die Kampfkraft festgesetzt haben. Das Gold kommt nicht hier rüber. Wir bauen mal noch eine Goldschmelze. Wie sieht's... Bringt man den Fisch, brauchen wir jetzt eigentlich nur noch dafür.
So, und ihr arbeitet mal da unten. So, du findest keine Bäume mehr. Dann mach mal die Äuglein auf. Du findest auch keine Bäume mehr. You don't say. Können wir noch irgend... Wir kriegen hier leider keine weitere, keinen weiteren Tempel hingequetscht. Aber komm, wir machen mal hier. Und da. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass unser Gold nicht einbricht. Gibt es Schwefel bei der Mission? Nein. Hier würde sich der Zauber anbieten. Hier ist nicht Metzel, aber hier sind viele Felder. Das wäre tatsächlich so ein Ding. Man könnte, also wenn der Zauber wäre tatsächlich nützlicher, wenn auf Random-Karten die Vorkommen halt wirklich großflächig wären, dass sie den vollen Bereich einer Mine ausnutzen, aber dafür halt die einzelnen Felder nicht voll wären. Weil dann kannst du aus so einer, tatsächlich könntest du als Römer dir auch eine Metzelmine zaubern. Wobei ich tatsächlich immer noch sagen muss, mir wäre es wahrscheinlich am liebsten, wenn man, und das fände ich auch als, würde ich auch als Mod begrüßen, wenn man diesen Zauber Rohstoffe auffrischen mit seiner Siedler 3 Version verbinden würde. Also wenn man ihn auf feindlichem Gebiet anwendet, dass dann halt die Bodenschätze im Berg vermindert werden. Und man kann auch bitte gerne fixen, dass halt, dass der Zauber nichts bringt, wenn die Mine komplett leer ist. Weil das scheint echt ein Bug zu sein. Oh, da ist blau. Mal sehen, ob grün auch angescheißert kommt. So, aber jetzt sind hier L3er drin. Im Turm waren vorher nur L2er drin. Also vielleicht hält es diesmal. Wenn nicht, triggern wir eben auch noch die KI. No risk, no fun und so. Jo, knapp, aber ist okay. Komm, da bauen wir hier noch einen kleinen Turm hin. So, ganz ehrlich, ihr lauft dahin. Will Grün nicht reagieren? Sie haben jetzt mehr Soldaten. Aber es wirkt nicht so, als hätten sie Lust, was zu tun. Hi, Wanderdecken, willkommen zum Stream. Dann würde ich sagen, bauen wir mal noch ein paar Zierobjekte. Irgendwo, wo Platz ist. Hier könnte man noch ein paar kleine Tempel einbauen. Oh, hallo. Da ist grün. Und sie versuchen es mit... Irgendwie spammen sie den Torzauber. Mehr, habe ich das Gefühl, seit Ubo, was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil das nicht ihr Verhalten beeinflussen sollte. Wenn er so oder so macht, es keinen Unterschied. Das stackt nicht und es refresht nicht. Ah, wir haben jetzt. Okay, wir haben jetzt gut Soldaten verloren wegen der Zauber. Jedes Mal verliere ich meinen Aussichtsturm hier drüben. Thank you.
So, wollen wir mal hier ein paar Zielobjekte hinsetzen. Einfach irgendwo in die Pampa. Hauptsache, das Volk mag es. So, du gehst dahin, du gehst auch hierhin. Irgendjemand, der gesund ist. Ja. Komm, wir versuchen mal eine gemeinsame Grenze mit irgendwem hinzukriegen. So, wir setzen nochmal hier gerade einen L3er hin für den Fall, dass wir da einen Turm bauen wollen. So, und das sollte dann eigentlich auch okay sein. Hallo? Es kommen da einfach so ein paar einzelne Soldaten. Wahrscheinlich, weil die noch irgendwie in den Turm rein wollten oder so. So, 93%. Mal sehen, wie viel wir nach dem ersten Set haben. Ich würde sagen, das nächste Set geben wir auch schon mal direkt in Auftrag. Und setzen das hier hin. Ach, wir haben... Ach, das eine Gebäude haben wir vorhin nicht gesetzt. Den einen Torbogen. Dann kriegen wir nämlich den ersten Set-Bonus noch gar nicht. Die Bank... Und die Pflanze. Siedlermangel ist immer noch weit entfernt, aber mit den Häusern sollte das dann kein Thema mehr sein. So, keine Steine mehr. Oh, hallo. Das nutzen wir mal aus. Dass die den jetzt erobern. Das ist nur uns recht sein. Oh, jetzt geht's aber los. Okay, voll den Zauber gewastet auf einen Gegner. Ich finde, unsere Verluste sind ziemlich hoch. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, die haben hohe Kampfkraft. Es kann sogar sein, dass sie tatsächlich mit 150% starten schon. Aber mal wenigstens ein bisschen Herausforderung. Komm, wir machen hier mal noch ein bisschen mehr dicht. Die Verletzten gehen zum Lazarett. So, und den Turm erobern wir auch. Musik
So, das erste Set ist fertig. Das zweite ist auch jetzt fertig. Dann haben wir auch schon 116, 108. Zu 120, 110 sollten wir vielleicht danach auch schon haben. Jo, 120, 110. Dann machen wir hier noch mehr. Hier wären die Hotkeys wieder nice. Ich muss mir das echt mal aneignen. Also gerade jetzt hier für die C-Objekte das mit Hotkeys machen zu können, wäre so hilfreich. So, wir machen das mal. Und komm, wir geben direkt noch ein Set in Auftrag. Einfach, weil wir so bonzig sind. Wir können es uns ja leisten. So, wir haben jetzt einige von den getriggerten Angriffen durchgehalten. Aber Grün ist stabil. Die sind beide stabil. Also die produzieren schon gut nach. Die bauen halt nun keine neuen Gebäude. Aber die haben halt schon produzierende Siedlungen. Hätten sie kein Soldatenlimit integriert, wären sie wahrscheinlich auch eine Gefahr. Da kommen sie wieder. Dann lauft mal wieder schön durch unsere Siedler durch. Aber jetzt kommen sie sogar gleichzeitig. Also das ist gerade erstaunlich koordiniert. Ich mache mir fast ein bisschen Sorgen, aber mit 112% KK sollte das ja eigentlich voll gehen. Da, hier, Thermopylae. Ah, jetzt ballern sie wieder schön die Zauber rein. Aber da wir Goldüberschuss haben, können wir die Waffen schnell wieder in neue Soldaten umsetzen. Und wir kriegen ja die Träger sogar wieder. Alter. Der spammt aber auch ein bisschen. Ich meine, gut, der Zauber ist mit Ubo gebufft, aber... Das ist dezent uncool. Wollen wir vielleicht mal unseren Priester dahin bewegen? Und selber mal ein paar Bekehrungszauber in die Menge ballern? Fuck, das ist gerade krass. Ich meine, die Burg kriegt da glaube ich nicht, weil ich glaube, wir haben die meisten seiner Schwertkämpfer schon erwischt und bei der Burg ist halt wirklich Feuerkraft konzentriert. Aber der haut gerade total rein. Komm, wir bauen nochmal hier drüben einen Tempel, wo wir schon dabei sind. Ein paar Blitze hier reinschießen. Ha. Aber ich glaube, gerade die Ruckasa-Katapultisten hat das gerade schön weggesappt.
So, bringt mir die ganzen Waffen schön hier rüber. Ich glaube, wir brauchen aber auf jeden Fall noch eine Kaserne. Da hatten wir zu viele L2er da drüben. Aber der schickt jetzt natürlich munter hier seine Truppen in den Fleischwolf. So, den Turm holen wir uns zurück. Auch wenn es jetzt natürlich bedeutet, dass wir Grün nicht mehr anlocken. Ich überlege, ob wir tatsächlich noch mal ein bisschen investieren sollten. Ich bin auch doof. Ich hab viel zu wenig. Ich hätte doppelt so viele Werkzeuge. Ja, wobei ich habe ja bewusst nur die zwei gebaut, damit ich überproduziere. Also vom Eisen und von der Kohle hätte ich auf jeden Fall noch mehr durchbringen können. So mit 134% würde man meinen, das wäre erstmal okay. Blau macht sich selber gerade handlungsunfähig. Dass die auch immer Rucksackkatapultisten haben, finde ich krass. Die müssten doch eigentlich ausgehen, weil die noch nicht nachproduzieren. Hä, wo Truppen? Ja, wo Truppen? Komm, ein fünftes Set bauen wir noch. Das sollte uns auf 140% bringen, denke ich mal. Wir bauen einfach die eine Werft mal dahin. Blau ist dabei, sich zu rippen. Grün ist dafür halt gut dabei. Können noch dreimal blitzen. Damit kriegen wir, glaube ich, aber gut was weg. Wenn wir ihre Priester dabei erwischen, wäre es natürlich sehr nice. Ihr wollt natürlich direkt diesen Turm da haben. Nee, wollt ihr nicht.
So, und jetzt kann er auch nicht mehr machen. Aber ich glaube, wir haben ein paar ihrer wichtigsten Truppen damit eliminiert. Aber man merkt, die KI lässt auch nicht locker, wenn sie einmal so getriggert wurde. Wir brauchen Hämmer. Stimmt, wir haben ja so wenig hier. Und ein paar Spitzhacken könnten wir auch brauchen. Aber wir brauchen dann auch wieder mehr Goldschmelzen. Also blau. Okay. Aber in Sachen Verluste ist grün führend. Dafür, dass blau hier gerade die ganze Zeit seine eigenen Truppen in den Grinder schickt. Ja, vor allem macht er mal deinen Türzauber. Während, sogar doppelt, während ich gar keine Soldaten in die Gegend schicke. Also, dass sich die KI auch leisten kann, so ihr Mana zu wasten. Ich frag mich gerade tatsächlich. Also die KI hat ja, also sie braucht schon Mana, so ist es nicht. Aber ich frage mich gerade, ob ihre Zauber teurer werden. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ihre Zauber werden nicht teurer. Das müsste ich tatsächlich bei Gelegenheit mal testen. Okay, ich darf keine Soldaten da rausholen, während da ein Gegner steht? Dein Ernst? Ja, lol. Ja, lol, ey. Jo, blau ist hops, würde ich mal sagen, also weitgehend. Da sie ihre Zauber ohne Verstand einsetzen, würde das logisch klingen. Ja, vor allem erklärt es halt auch, wie sie halt auch immer die gleichen... Das Ding ist, sie verwenden ja nicht mal alle Zauber. Die können ja nur bestimmte einsetzen. Vor allem halt die Kampfzauber und das würde halt sehr schnell sehr teuer werden. Also mehr künstliche Dummheit als künstliche Intelligenz, ja. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich finde es nicht gänzlich verwerflich, wenn die KI ein bisschen cheatet, um halt bestimmte Sachen einfach auszugleichen. Also wenn sie, ja, die KI wird bestimmte Sachen einfach nie so handhaben wie ein Mensch. Und zum Beispiel, wenn man halt schon sagt, sie hat nur bestimmte Zauber und kann sie halt auch nicht so gewinnbringend einsetzen, wie es ein Mensch könnte, finde ich das zum Beispiel jetzt auch durchaus legitim zu sagen, die Zauber werden nicht teurer. Weil die KI wird auch nicht so eine Mana-Produktion bauen, wie sie ein Mensch baut. Ich meine, klar, mit genug Zeit und Geld kannst du der KI alles beibringen, aber die Dev-Time musst du halt auch erstmal haben. Boah,
hier geht ja gar nichts. Hier geht ja gar nichts. Aber ja, so, pass auf, die zweite Kaserne muss unbedingt auch ihren Sammelpunkt da haben. Wir erholen uns. Wir sollten eigentlich jetzt safe sein mit 120% defensiver Kampfkraft. Ganz ehrlich, komm, wir bauen auch noch ein sechstes Zielrezept hin. Ich hätte aber nichts gegen noch ein weiteres Weingut hier irgendwo. Kriegen wir das noch hier hin, wenn wir die Bäume da weg haben? Kommt hier zu den Tempeln noch ein paar schöne Götterbüsten oder sowas. Ja, Blau hat sich gerade einfach echt, bringt sich gerade echt auf ein Minimum runter. Komm, hier oben die Holzfäller machen mal Pause. Du findest keine Bäume mehr. Die habe ich gerade einen neuen Arbeitsbereich gegeben. Wir brauchen noch einen Hammer dafür und wir brauchen für dich einen Arbeitsbereich. Wie wär's damit? Hammer. Komm, wir machen 5. Wir machen nochmal 5 Spitzhacken. Na, brauchen wir noch ein siebtes Set oder schaffen wir die 150 auch so? Ja, das wird nichts. Aber ich glaube, den Rest machen wir mit Türmen. Nicht mit Türmen, mit Häusern. So, jetzt kommen wir hier mal aus dem Waldgebiet raus. Das müssen wir aber auch säubern. So, ihr macht mal Pause. Weil das Gebiet hier ist auch nicht so spannend. Ich bräuchte vielleicht noch mal ein paar Geologen, die das hier alles durchchecken. Aber es unterdrückt die Produktion von blauen Spielern nicht komplett.
So, aber ich denke, wir sollten jetzt alle Karkatiks abgeholt haben. Wir haben immer noch viel zu viel Gold. Also mal gucken. Da ist noch Eisen, da ist noch Kohle und da ist noch Kohle. Bauen wir noch. Komm, dann bauen wir. Hier ist aber auch blöd. Kommt, nehmt die Rohstoffe mal da weg. Aber wir brauchen noch ein Lager für Baumstämme, sonst geht das nicht. Blau will aber auch nichts anderes probieren. Hauptsache, eine Werkzeugschmiede passt dir hin, aber eine Waffenschmiede nicht. Kann er sich den Baum schnappen? Dass die aber auch unbegrenzt Priester haben. Das finde ich auch teilweise erstaunlich. Aber die KI reißt wohl tatsächlich, glaube ich, auch große Türme ab, wenn sie neue Priester haben will und baut neue. Komm, mach den weg. Jetzt sich aber immer noch so schön da sammelt. Und die Karte ist auch wieder ein bisschen übergroß, würde ich behaupten. Na komm. Ja, die passt natürlich auch nicht.
Oh, ich muss jetzt zwischen weit über 1000 Kills haben. Yo. Also, die KD ist ja wirklich... Ich weiß nicht, ob das zum Lachen oder zum Weinen sein soll. Hi Lars, willkommen zum Stream. Aber ich will erst mit einem irgendwie eine gemeinsame Grenze haben, bevor ich jetzt in den Angriff übergehe, damit ich den halt plündern kann danach. So, jetzt ist hier aber mal Platz frei geworden. So. Auch ein Meer. So, sobald wir eine gemeinsame Grenze haben, gehe ich auch auf volle Schwerterproduktion. Kann Blau nicht einfach irgendwann der Bauplatz für Häuser ausgehen? Häuser baut die, reißt die KI aber auch ab. Und es kann sein, wie gesagt, ich weiß, dass manche Karten auch hier bei diesem Add-on damit arbeiten, dass die KI einfach so Träger gespawnt kriegt in regelmäßigen Abständen. Ich meine, klar, irgendwann gehen denen auch die Rohstoffe aus, aber... So lange möchte ich eigentlich nicht warten. Das ist so, als würde man auf den Hitzetod des Universums warten. Hello. Hello. Komm, wir versuchen mal da noch den Grenzschluss. Und dann gehen wir mal auf volle Schwerter, würde ich sagen. So, aber sobald wir auf feindlichem Gebiet kämpfen, sollte das auch zu unseren Gunsten laufen. Wenn die KI wirklich 150% KK hat, geht ihre Kampfkraft runter und meine rauf, sobald wir auf ihrem Gebiet sind. Und dann dreht sich das alles schön um. Komm, wir schicken auch mal ein paar Priester hier runter. Falls hier eine Burg ist, möchte ich die halt schon mit Schild einnehmen. Wobei, komm, warte. Wir machen auch ein paar Medics.
Okay, da ist die Kaserne. Ist natürlich krass, wenn unsere Bogenschützen auf Türmen jetzt einfach 11 Damage pro Schuss machen. Ach Gott, jetzt sind sogar schon direkt... Nein, ich dachte schon, nur einer unserer Medics ist umgekommen. Ist hier irgendwo noch eine Kaserne? Ach, okay, hier ein Medic war noch da. Okay. Ja, hier ist noch eine Kaserne, oder hier war noch eine Kaserne. Aber blau ist jetzt auch hinüber.
Ich glaube, hier oben sind noch ein, zwei Türme und dann sollte das das gewesen sein. Wir haben einfach so viel Nahrung erobert, unsere Nahrungsproduktion wird nie wieder laufen müssen. Ist einfach so krass, die KI startet einfach mit so viel Essen, weil sie halt so eingestellt ist, dass sie, glaube ich, immer, oder, wobei nicht alle Minen kriegen alles. Ich glaube, Goldminen kriegen, oder? Ja, also irgendeine Mine kriegt nicht alles. Aber ansonsten haben die KIs tatsächlich 100% irgendwie für alles eingestellt. Die können Werte einstellen, die bei Menschen gar nicht gehen. So ein bisschen Feuerwerk. Ach so, und ja, Blau ist besiegt. Der hat jetzt nur noch die Türme oben bei uns. Die holen wir uns jetzt zurück. So, du gehst mal hier zu unserem mobilen Lazarett. Uns gehen ein bisschen die Siedler aus. Aber das ist okay, wir haben, glaube ich, genug Soldaten erstmal. Ach, jetzt kommt ihr hier angescheißert. So, unser mobiles Lazarett geht mal irgendwie hier hin. Nein, kein Medic bitte. So, der Medic läuft noch hier durch. Wo ist grün? Also ich finde, hier hätte man vielleicht sogar doch einen dritten Spieler haben können, der irgendwie hier den Teil kontrolliert. Und dann hätte man sagen können, besiegen sie zwei von dreien. Ich denke, das wäre ein bisschen sinnvoller gewesen. Boah, hier ist einfach noch so viel Platz. So. Pass auf, dann kommt unser Feldlazarett mal ein bisschen hier rüber.
Genau, sammelt sich hier mal. Deswegen heißt die Karte große Feldzüge, weil du durch sehr viel Land ziehst. Ja. True. Hier ist die Kaserne. Sehr gut. Hier ist einfach random mal ein Turm, der keine Besetzung hat.
Huch, einer wird wieder zurück. Hier liegen einfach noch Startrohstoffe rum. Okay, jetzt ein Tempel. Ich dachte schon erst, hier wäre eine Burg, aber hier kam kein Schaden. Von daher war das eher unwahrscheinlich. Wo sind die Priester, die ich eigentlich hingepackt hatte? Hier, hätte die vielleicht mal hier rüberziehen sollen. Okay, ja, die Türme hier hätte man mit einem Kriegsschiff zerstören können. Wir müssen hier unbedingt die Schwerindustrie einreißen. So, hier sind nochmal 150 Soldaten, das ist schon mal sehr schön. Die kommen hier hin. Noch schon wieder hier so ein Random-Turm ohne Besatzung. So, tschüss Kaserne.
Huch, Moment, da oben. Moment, vorletzter Turm. Nice. Und damit haben wir die punischen Kriege gewonnen.